Ja, ich habe einen Action Haul. Und zwar der erste nach dem Lockdown bei uns. Ich sehe gerade, ein bisschen Teddy ist da auch noch oben drauf. Ja, und ich sag's euch, wie es ist. Keine Ahnung, ob die Rechnung noch irgendwo in dieser Action-Tüte vorhanden ist. Ich habe mir jetzt keine Preise rausgeschrieben. Da schaut's einmal. Und mich freut es auch nicht. Und ja, tut mir leid, ich gelobe wieder Besserung beim nächsten Video. Ich greife jetzt einfach in die Tüte rein und hole es nachher raus. Wenn irgendwas vom Didi dabei ist, dann sage ich es dazu. Ja, ansonsten starten wir jetzt einfach. Servietten. Voll, voll schön, wie ich finde. Rosa, violett, grün und in so Pastellfarben. Irgendwie frühlingshaft, irgendwie aber auch so. Ja, irgendwie für, keine Ahnung. Immer geeignet, denke ich mir. Dann die allerbesten Bodysprays. Boah, ich sprühe mich immer so rundherum ein. So erfrischend über den Tag. Ja, man riecht immer gut und die Haare so gut riechen. Ich mag das. Und die hat er immer jetzt so im Frühling, Sommer, dann über den Winter hat er ein bisschen andere Düfte. Aber wie gesagt, Aloha, hoppala, Entschuldigung, Aloha und Miami kann ich echt empfehlen, wobei Aloha mein absoluter Favorite ist. Ja, die sind richtig, richtig groß. 235 Milliliter, Leute, da könnt ihr euch einsprühen bis zum Umfallen. Lustig. Schaut's einmal. Ein Schminkstift mit der Österreich-Fahne gibt es ja immer bei so Fußball-Events. Ich will mich jetzt nicht blamieren. Ich habe meinen Freund gefragt, was jetzt leicht für ein Fußball-Event kommt, da unser Action so Fanartikel, Österreich-Artikel im Regal hat. Er hat es mir gesagt. Auf die Gefahr hin, dass ich mich blamier. Ich glaube, Europameisterschaft oder so. Ja. Jedenfalls habe ich das nicht deswegen gekauft, sondern, Mann, ein bisschen patriotisch kann man ja ruhig sein und schadet ja nicht, ne? Dann dieses hübsche Set. Das ist bereits in meinem Besitz, aber das habe ich einer ganz, ganz Lieben mitgenommen. Genauso wie die. Da musste ich auch an jemand ganz Bestimmten denken. Schaut mal, wie die cool sind. Mickey und Minnie Labello. Gibt es noch ganz, ganz viele verschiedene andere, aber die mussten es dann eben für diese Person sein. Und da haben wir hier Kokosnussduft und Passionsfrucht. Lecker, lecker. La la la, da ist die Actionrechnung. Wie gesagt, mich hat es nicht rausschreiben gefreut, es tut mir leid. Da ist sogar mehr Teddy drin, als ich dachte. Okay, Teddy lege ich kurz zur Seite. Ich will es zumindest ein bisschen strukturiert machen für euch. Ich schaue nur kurz. Didi, didi, didi. Da, 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 Entschuldigung, bin gleich wieder da. Das ist auf dem Action. War bei uns im Wochenangebot, habe ich mir mal das bunte Gluppenset gekauft und jetzt habe ich das Neutrale mir noch geholt. Ja, da mache ich ganz gerne eben so kleine Klubballen selber. Da biege ich dann da allerhand Sachen drauf, sei es ein Bonbon, irgendwas Koloriertes, irgendein Patches und wie die alle heißen. Und ist dann immer ganz cool, wenn man das irgendwo auf der Post so drauf gibt, auf sein Loaded Envelope. Ah, ich finde das Wort einfach so lustig. Und mir hat letztens eine Liebe in die Kommentare auch geschrieben, dass sie das auch lustig findet. Und mein Freund kann das übrigens gar nicht hören. Wenn er sagt, ja, was hast du gepasst? Und ich sage, ja, ein Loaded Envelope.
Sag dir mal, war bitte. Aber es hört sich wirklich blöd an, oder? Dann, Halleluja, es war schon Not am Mann. Keine Ahnung, warum ich da so einen Verschleiß habe mit diesen Dokumentenfolder, aber ja, ich bewahre da so vieles drinnen auf, dass das alles ein bisschen geordnet ist. Da in diesem Bastelchaos teilweise. Das sind diese A4-Dokumentenfolder, sind immer zwei drinnen, durchsichtig, transparent und die kann man da so zumachen. Batsch. Dann hat mir gefehlt für ja, Post zum Verschicken A4-Kuvera. Und da habe ich mir jetzt mal das mitgenommen. Das finde ich mega cool, weil schaut, das ist extra dick. Das hat da so eine Erweiterung. Also ja, auf der Seite eben sowas. Ja, ihr seht es. Und auf 3,8 cm kann man das eben. Da kann man dickere Sachen auch damit verschicken. So, dass ich es rausbringe. Und die durften es auch sein. Das sind auch U4 vor allem, genau. A4 Kuvere mit dieser Luftpolsterfolie innen drinnen. Hat sich gereimt. Dann Crash-Alarm, für mich zumindest, als ich die gesehen habe beim Action. Boah, kurz glaubt, ich ramme das ganze Regal aus. Dann wieder beruhigt und auf 2 reduziert. Schaut euch diesen wunderschönen Bändermix an. Ah. Mega. Ja. Wartet mal kurz. Ich glaube, da hat wer angeläutet. Puh, wieder da. Hoppala, mein Freund schon 2-mal angeläutet. Nicht mitbekommen. So, außer Puste, weil Kondition gleich 0. Haargummis. Ja, Zopfbänder. Einmal der Pastellmix und einmal der Braunmix. Und zwar sind das... Boah, ist ein Wahnsinn. So, und zwar sind das die, was nur zusammengeklebt sind und nicht so ein Metallverbindungsstück haben, weil ich habe gehört, da brechen die Haare davon ab. Keine Ahnung, ob das stimmt, aber wenn ich sowas einmal höre, dann schaut einmal. Hihi. Ah, Opfer, sage ich nur. Ich konnte nicht anders. Das sind 2 Sachen vereint, die ich so gern habe. Ja, das erste Einhorn natürlich. Und das zweite, so cool, ich mag das so gern, das erinnert mich an früher, diese Malbücher, wo gleich die Wasserfarben unten integriert sind und der Pinsel. Da braucht man nur noch ein Wasser und schon kann es losgehen. Seht ihr, da ist der Pinsel drin und die Bilder sind ja mal echt der Hammer. Und da geht man da mit Wasser rauf und dann löst sich da wirklich eine Farbe ab. Und zum Schluss kann man das hat hier so eine Perforierung, die Farben runterreißen und da oben nicht, sehe ich gerade, oder? Na, da muss man es runterschneiden, wurscht. Und dann hat man das Bild. Und das sind so schöne Einhornbilder. Ja. Oh, das vor allem. Schnelldurchlauf. Das ist auch so schön. Euch nur kurz, falls ihr überlegt, sich den auch zum holen. So schaut der aus. Gibt es natürlich ganz, ganz viele verschiedene, aber jo. Für mich durfte es nur der mit den Einhörnern sein. Dann Shaker-Sticker. Da habe ich ja schon von der lieben Andrea
diese hier in einer Ü-Post gehabt, da habe ich mich wahnsinnig gefreut. Ich mache es einmal so. Ihr seht das da, schicki schicki. Das ist das Einhorn-Design. Und dann habe ich aber die auch noch gesehen und die fand ich auch so cool, dass die mit mussten. Ja, mussten. Und die. Und ich sehe schon, da sind schon lose Pailletten drinnen, optimal. Oh, süß. Ja, jetzt habe ich diesen hier zweimal und die anderen noch. Und tadam, Holo Epoxy Rainbow Sticker, Kinderabteilung, Leute. Ich glaube 50 Cent, wenn mich nicht alles täuscht. Mega. Gibt es auch Herzen und Sterne, aber ich wollte nur die Regenbögen. Dann, die habe ich auch noch nirgends gesehen, wobei ich gerade nicht wirklich viele Videos schaue, muss ich sagen, und auch vor allem so gut wie, naja, hin und wieder schaue ich schon an Haul, aber ja, bei weitem nicht mehr so im Ausmaß, wie ich es mal getan habe. Tut mir einfach nicht gut und ja, keine Ahnung. Aber anderes Thema, also diese hier waren ganz neu für mich. Das sind so Chalkmarkers. Die kennt man auch von verschiedensten Marken, aber was ich cool fand, ist, dass ich hier ein bisschen andere Farben habe. Und ich habe unten in der Küche, also eigentlich in der Speise, also in der Speisekammer, habe ich drinnen so eine Tafel an der Wand und da schreibe ich immer, ich mache immer Wocheneinkauf und dann, wenn ich vom Wocheneinkauf komme, verräume ich alles und dann schreibe ich auf dieser Tafel genau auf, welche Gerichte quasi mit diesen eingekauften Sachen gekocht werden können in den nächsten Tagen. Und dann schauen wir, also wir machen das wirklich, das wird echt so praktiziert bei uns schon lange. Dann, wenn es dann langsam Mittag wird, dann schauen wir auf die Tafel, na, was kochen wir heute, das haben wir noch nicht, ja, oder das. Und wenn es gekocht ist, streichen wir es durch, bla bla bla, ich bin in Redlaune, tut mir leid. Und voll cool, dass ich da jetzt Farben habe, ja. Und da ist eben auch weiß, schwarz und so ein Silber dabei. Silber, hier mal Gold und da mal Kupfer. Cool. Ich glaube, es gibt nur die drei verschiedenen. Ich habe keine anderen gefunden. Basic-Artikel musste sein, ist mir fast ausgegangen. Ganz normale A6-Kartenhüllen. Und dann habe ich mir diesen hier mitgenommen. Das ist Twin Sketchbook 2 in 1. Ihr seht es schon. Ich habe jetzt hier zufälligerweise gleich beide aufgedeckt. Auf einer Seite Alkoholmarker und wenn sie es umdreht, sind dann die Aquamarker. Sprich, ja genau. Und da hat man auch so eine Perforation, dass man das Papier dann schön raustrennen kann. Oh, mega cool. Ich hoffe, da kann man gut Stempelabdrücke kolorieren. Darauf, wenn ihr das Papier schon habt, dann schreibt es mir sehr gerne mal in die Kommentare, wie ihr das findet. Was ich jetzt nur gerade schade finde, ist, ihr seht es von da, dass das Papier für die Aquamarker so gelblich ist. Das gefällt mir jetzt nicht so gut. Das finde ich gerade schade. Aber ja, schauen wir mal. Der ist irgendwie komisch gebunden. Der ist ein bisschen... Naja, wurscht. Upsa. Da fehlt aber was, oder? Ah ja, nö. Okay, vielleicht taucht das noch auf, aber eigentlich hatte ich hier drei Sets.
Von den neuen Clear Stamps, ich habe mir nur drei mitgenommen, die was mir ja, gefallen haben, mit denen ich was anfange. Die anderen habe ich liegen gelassen. Das sind zum einen diese niedlichen Tiere und das Happy Birthday gefällt mir sehr, sehr gut. Dann das hier, fand ich auch einmal mega mit diesen Post-Stamps. Und eigentlich habe ich dann noch gehabt, wo ist denn das? Das mit dieser Schnörkel-Ornamente. Ja, wird schon noch auftauchen. Ah, dann schaut mal, was ich gefunden habe, auch in der Kinderabteilung. 1000 Stickerbook. Und wir kennen die ja schon, die gibt es ja auch so im Einhornstil und so weiter. Aber die sind viel, viel dünner und wie ich das gesehen habe, dachte ich, okay, das ist ein richtiges Buch, Wahnsinn. Und das ist echt voll cool. Richtig, richtig hochwertige Big Girl. Ich habe mir nur das von Hello Kitty mitgenommen, die anderen haben jetzt nicht so taugt. Zeige ich das einmal so ein bisschen. Ja, das ist mein Lieblingsbogen da. Den zeige ich euch ein bisschen genauer. Tadam. Dann so. Hoppala. Dann so große. Das ist so cool, das Buch. Boah, ich glaube 99 Cent oder so. Also krass. Wie Action da überhaupt irgendwas dran verdienen kann, ist mir teilweise ein Rätsel. Boah, die sind auch schön. Ja. Ah, die sind auch schön. Nochmal Pastell. Ja, ich mache ein bisschen schneller. Ihr habt es ja schon gesehen, er ist schön bunt, könnt ihr euch kaufen. Da, habt ihr noch einmal eine Übersicht von den ganzen Pickeln. Mega Sticker-Fan, oh yeah. Dann, bumm. Nur drei Stück durften sein von diesen ganzen neuen Paperblöcken und Paper-Writing-Blöcken, genau da. Einen Paperblock und zwei Paper-Writing-Blöcke habe ich mir mitgenommen, weil das die einzigen waren, die mir richtig gut gefallen haben. Und zwar diesen hier. Ich glaube, das sind so ein bisschen die neuen, wie heißen es? Lux Paperblöcke, danke. Da haben wir hier die Die-Cards und alles in Pastell und Essen und schön und rosa und lecker, da kriege ich gleich einen Hunger. Also das sind alles Die-Cards, was ihr da seht. Ah cool, schaut einmal, ist das ETC-Format? Okay, jetzt braucht ihr was mit Inch oder so. Hilfe! Na, da haben wir es aufgeschrieben, wie viele Zentimeter was das sind. Ich merke mir das nicht. Kartenformat ETC 6,4 x 8,9 cm. Na, ist es groß. Ist ein bisschen zu groß, aber kann man sich zuschneiden und dann hat man gleich so ein bisschen Kartenaufleger. Boah, der ist echt cool. Ich habe es mir im Geschäft schon angeschaut, aber jetzt nicht so genau. Oh, gebt euch das Papier. Boah. Und auch so Pastell. Also das sind jetzt so doppelseitig, so richtig schöne, dicke Papiere. Ah, es tut mir leid, jetzt hat der Wecker geläutet. Eine Erinnerung. Also, hier ist immer so Pastellfarbverlauf und da ist sowas und sowas. Mir ist das selber dann immer irgendwie zu langweilig zum Herzeigen. Da mache ich dann immer so schnell. Ich hoffe, das ist okay. Aber ja, ich mag es auch nicht, wenn ich am Hall schaue und da wird alles ewig in die Kamera gehalten, vor allem so Papier, muss ich ehrlich sagen, da bin ich immer genervt davon.
Und dann Paperwriting-Blöcke. Einmal den hier mit dem Bären. Ja, den zeige ich euch dann. Da habe ich mir auch noch diese niedlichen mitgenommen. Die habt ihr ja eh schon alle gesehen, oder? Ah, das ist doppelt. Und da hinten ist auch was. Und da hat man dann so ein Kuvert. Das ist auch süß. Dann wieder hier ein Briefpapier. Und wieder Kuvert. Und dann das hier. Kuvert. Das jetzt immer die Rückseite dann ein bisschen. Süß. Pinata. Passendes Kuvert immer und auch mit einem schönen freien Feld zum Adressieren. Mit diesen French Bulldoggen. Ja. Dann Umschläge, das ist auch schön. Schön, schön, schön. Was haben wir da? Und zu guter Letzt, ja, so Wachs-Siegel soll das darstellen, so Big Girl. Okay, das war der Aha. Ja, schaut's einmal. Hätte ich es euch so auch zeigen können. Ganz gescheit von mir. Machen wir es jetzt mit dem so. Das ist der mein Roller. Der hat auch die Holo-Wachs-Siegel. Und das sind diese Briefpapiere, diese passenden Umschläge. Hoppala. Ja, das war's. Genau. Dann eine einzige Stanze, weil die anderen nicht gefallen haben. Und Leute, ganz ehrlich, ja, nur alles kaufen, weil es neu ist, ne. Aber diesen Tag hier fand ich mega cool, weil der hat hier seinen Einschub. Genau. Hoppala. Klebelaschen raufkleben und da kann man was reinstecken. Die Schleife ist cool. Love, ja. Genau. Dann Baker's Twine. Da gab es einmal so weihnachtliche. Ich glaube, da habe ich auch nicht alle genommen, was gegeben hat. Aber die pastellfarbigen Farbenen. Die haben leider, muss ich sagen, alle so ein glänzendes Band mit eingedreht, also in dieser Kordel sozusagen. Ich würde es cooler finden, wenn da immer weiß dabei ist, weil dieser glänzende Faden, der ist irgendwie manchmal ein bisschen, ja, der tut nicht so, wie ich will, der geht dann immer auf, das dreht sich auf und aber schaut natürlich mega schön aus, wenn das so ein bisschen glitzerig ist. Dann habe ich mal die mitgenommen. Das hat mich voll gefreut. Das sind so Blattmetall-Imitat. Natürlich. Echt wird es nicht sein. Was mir hier so gefällt, ist, dass es in Dosen ist. Mega cool. Ich habe schon öfter geliebäugelt mit den Metallflöckchen vom Teddy, aber die Packung, dachte ich mir, das ändert in ein Chaos, da fliegt alles herum. Und ja, das kam wie gerufen. Das schaut so, so schön aus, wenn man das eingießt. Oh, ich habe das immer bewundert bei der, kennen Sie sicher ihren YouTube-Kanal, die liebe Susi von Susis Kreativwelt, genau, heißt der Kanal. Und die macht immer mit Alkohol-Inks und dann so Flakes damit rein. Das schaut so schön aus. Jetzt kann ich das auch mal probieren. Und dann, was mich auch gefreut hat, ist, sie haben das ganze Regal aufgefüllt mit neuen Perlen. Und ja, mir hätten viel, viel mehr gefallen, aber ich habe mich jetzt auf diese drei verschiedenen beschränkt und auch jeweils nur ein Packerl genommen. Das
sind immer 30 Gramm da drinnen und ja, alle 13 Zentimeter, genau, Millimeter im Durchmesser. Und die haben diesen wunderschönen Seifenblasenschimmer, sage ich jetzt einmal, AB oder wie das heißt. Und das ist ja mal cool, das ist so pastellgelb-beige. Ja, taugt mir. So, ihr Lieben, das war's mit dem Action, so wie es ausschaut. Keine Ahnung, wo das Stempelset hingekommen ist. Vielleicht habe ich es auch bei der Kasse liegen lassen. Muss ich dann schauen, ob es auf der Rechnung oben ist. Aber ja, kann ich jetzt eh nicht mehr ändern. Und dann zeige ich euch zum Schluss noch ein bisschen was vom Teddy. Ich bin ja hingegangen, Maria, falls du das Video gerade schaust. Hallo. Ich dachte mir, okay, so. Lockdown vorbei bei uns, jetzt fahre ich zum Teddy und da mache ich sicher voll die Schnäppchen. Dann sind die Müllkisten voll mit Ostersachen, weil wir hatten über Ostern den Lockdown im Osten Österreichs und ich war fest der Meinung, jetzt mache ich die Schnäppchen schlechthin, aber mör. Ein bisschen, ich zeige es euch, aber eher bescheiden. Die habe ich unbedingt gebraucht, die Klebebandabroller magnetisch. Für Stanzen befestigen. Dann haben wir hier schon Schnäppchen. Das lag drinnen um 65 Cent. Ja, Katzen. Da habe ich nicht lange überlegt. Voll cool. Hätten 1,75 gekostet. Dann fand ich diese süße Dose hier. Ich finde, die kann man auch so hernehmen, nicht nur für Ostern, das sind diese niedlichen Hasen. Ich glaube, das ist eh so ein Motiv, das man kennt, auch von Actionblöcken und so. 10 Cent statt 65 Cent. Da habe ich mich gefreut. Ein cooles Einhorn-Notizbuch. Statt 3,50 Euro 65 Cent. Ganz einfach liniert, aber perfekt. Ein bisschen mit Glitzi. Schön, schön. Dann für die Osterdeko nächstes Jahr. Ich mag die gern, diese kleinen Holzeier. 65 Cent eine Box. Da habe ich mir die beiden Designs mitgenommen. Statt 2,50 Euro. Genau, 2,50 Euro. Dann vier so Boxen. Ich hebe kurz die Kamera, dass man es besser sieht. So schauen die aus. Für Stanzen, Stempelaufbewahrung hätte ich es gedacht. Verzeihung. Ah, wobei, die habe ich jetzt gerade wieder woanders, wo es mir eigentlich eh taugt. Jetzt weiß ich nicht, ob ich die überhaupt nehme, aber ja, irgendwas wird sich schon finden, was da seinen Platz darin bekommen wird. Dann überlege ich gerade, na, das zeige ich nicht. Ich habe ein bisschen was regulär gekauft, das ist aber für ja, ein paar liebe Mädels, YouTube-Mädels von mir. Und wenn ich das jetzt in die Kamera halte, das ist einfach zu offensichtlich, für wen ich was gekauft habe. Ah, da schaut es einmal. Tadam! Hier ist er. Das ist der letzte vom Action, den ich mir geholt habe. Hauptsächlich wegen diesen Eckornamenten. Die finde ich mega. Ja. Also, das zeige ich nicht, aber das zeige ich euch noch. Das sind jetzt die letzten Sachen. Da haben wir hier um 65 Cent. Einen Keksausstecher in Karottenform. Voll cool, ich habe ein bisschen eine kleinere. Und ja, jetzt habe ich auch eine größere. Ah. Und diese Osterpickerl. Die erinnern mich irgendwie an früher, so von der Machart, oder? So kleine. 65 Cent, die sind aber cool für so Lünetten oder überhaupt für Harz zum Eingießen, weil sie so Foliensticker sind. Ja, könnte extrem kitschig werden mit diesem Goldrand, aber muss man schauen.
Ich mag ja kitschig. Und die hier, die gefallen mir am besten. Das sind einfach ganz, ganz viele verschiedene Ostereier. Dann regulär für mich gekauft. Diese wunderschönen Einhornsticker. Und da fand ich so cool, dass die, ja, wie soll ich sagen, ist jetzt eh, die haben ja irgendwie so eine Prägung. Und das macht, dass jedes Pickerl ganz anders für sich eigen schön schimmert. Und die sind auch mein Highlight, sind zweimal noch drin gelegen, habe ich mir beide geschnappt. 65 Cent statt 1,75. Das sind diese Ostersticker. Stelle ich mir auch schön vor zum Eingießen oder auch so, nicht immer nur zum Eingießen. So ein bisschen nur so die Silhouette von den Küken. Tada! Ganz oft schon gesehen, nie gekauft. Dieses Mal muss das sein. Ich finde die so, so traumhaft schön. Das kommt jetzt natürlich null in der Kamera rüber, so wie es in Wirklichkeit ist. Die glitzern und funkeln in Holo, das ist ein Traum. Und weiß nicht, wie es bei euch ist, aber ich brauche einfach so klare Steinchen am allermeisten. Und das ist ein Riesenbogen mit kleinen, mittel und großen Glitzersteinen. 570 Stück steht hier insgesamt und um, ja, 3,50 €. Aber da hat man echt viel Steinchen um diesen Preis, wie ich finde. Ich gucke gerade noch einmal rund um mich, aber ich glaube, euch alles gezeigt zu haben. Ihr Lieben, dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag oder wann auch immer ihr dieses Video schaut. Und wenn ihr wollt, ich würde mich freuen, sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder. Ciao!